Ich habe mir jetzt hinter der Kamera oder der Laptop-Kamera Licht. Vielleicht ist das besser so. Ich schätze eventuell. Ich steige mal direkt damit ein. Ich habe gerade einen frisch gepressten Orangensaft getrunken. Von den Orangen von Quinta. Es sind leider nicht die ihre richtig saftigen, dunkel gefärbten und Kern mit Kernen noch Orangen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Satz genau zu Ende kriege, aber egal. Wir haben jetzt eine andere Orangensorte wegen einer anderen Saison jetzt halt. Die schmecken aber immer noch sehr perfekt, obwohl die keine Kerne haben. Boah, das ist echt wie der Himmel, ey. Manchmal denke ich wirklich, das kann ich nicht verdient haben. Also natürlich hat jeder das verdient und so weiter, aber ich hatte das öfter da, es schmeckt einfach so gut, ich muss mich überwinden, es weiter zu trinken, weil es ist einfach so eine Explosion. Der Geschmack ist einfach so gut, ich kann das nicht beschreiben, womit kann man das vergleichen? Ja, egal, ich mache das Video jetzt einfach. Das war jetzt eigentlich ein ganz guter Einstieg. Ich wollte eigentlich nur kurz erzählen, ein Resümee von den Früchten, die ich im Aldi letztens gekauft hatte und im Gartencenter. Und im Aldi, die Mangos, die sind leider gekocht. Das habe ich ja auch schon öfters gelesen. Und so haben die auch geschmeckt. Deswegen haben die jetzt immer so komisch geschmeckt und konnte ich die auch nicht so gut verdauen, weil die wirklich gekocht sind. Deswegen würde ich die da doch nicht mehr holen. Die Honigmelonen, die ich da hatte, da habe ich mir ja extra die Reifen rausgeschnüffelt, sozusagen. Also habe an den Blütenenden gerochen, ob die schon Aroma ausströmen. Also sollten die eigentlich reif sein. Waren die aber trotzdem nur zur Hälfte und die reifen auch nicht gut nach, habe ich festgestellt. Eine war überreif, sogar. Und da war auch keine gut von und für den Preis ist das dann auch nicht mehr gut. Und als drittes haben wir die Kakis, die habe ich mir auch die Weichen rausgebucht, ungefähr 10% sind da ganz weich oder recht weich. Trotzdem sind die dann nicht vollreif, das sind die erst, wenn die gläserig sind und wenn man die fallen lässt, dass die von alleine auseinanderplatzen. Den Test habe ich jetzt nicht gemacht, aber so sahen die nicht aus. Und da habe ich auch nicht die optimalen Darmgeräusche, Darmbewegungen, wie ich es von saftigen Früchten eigentlich gewohnt bin. Deswegen hole ich die auch nicht mehr da. Die Qualität ist also, kann ich sagen, abschließend doch leider nicht ausreichend für die Bedürfnisse der allermeisten, würde ich sagen. Sogar. Was haben wir da noch? Also die Bananen, also mich zieht es sehr stark momentan zu saftigen Früchten. Deswegen werde ich da auch keine Bananen holen. Aber die Bananen sind eigentlich besser als die aus dem Netto. Die sind eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Schmecken aber, für mich schmecken die schon fast nach nichts, weil ich halt Qualität jetzt mittlerweile ein bisschen gewohnt bin. Aber sie sind halt schon in Ordnung, wenn man halt mal Bananen essen möchte. Wo habe ich denn jetzt meine? Ach hier. Die Kiwis da sind okay. Ist auch eine richtige Powerfrucht, alle Vitamine, alle Mineralstoffe quasi. Zieht es mich auch allgemein momentan nicht so hin zu dieser Frucht. Aber die kann man da holen. Apfel habe ich da die Sorte Nikota gehabt. Die ist sehr, sehr saftig und nicht so süß. Einer der wenigen modernen Sorten, die so sind. Die kann ich eingeschränkt empfehlen. Also die kann ich eigentlich empfehlen, nur für mich selber nicht. Also nicht unbedingt. Also ich kann die auf jeden Fall ganz gut essen, aber ist halt eine Hybridzüchtung und das habe ich auch so gemerkt. Also schmeckt so, als wenn ich komplett verschiedene Früchte mischen würde, was nicht optimal für die Verdauung ist. Das hat auch so geschmeckt, so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, aber nichts richtig Ganzes, nichts Wirkliches irgendwie. Also war jedenfalls meine Erfahrung. Ist nicht optimal, kann man aber machen. Ich werde aber auch nochmal Jona Gold und Breborn ausprobieren aus dem Supermarkt. Das sind auch die beiden Sorten, die zwar auch süß sind, aber nicht so krass süß wie Gala Royal, Pink, irgendwas, Pink Lady, Golden Delicious oder Elster. Granny Smith werde ich nicht ausprobieren, das ist zu säuerlich, die sind auch grün, komplett grün, die Äpfel ist nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ananas werde ich überhaupt nicht mehr holen, egal wo. Da gibt es auch einen Bericht, wo ja die wirklich sehr krass belastet sind.
Besonders unter der Schale, das schmeckt für mich auch nach Pisse, und die sind halt auch wirklich mit Gülle und Jauche überzogen, die Felder da, die Plantagen. Und die werden nie wirklich vollreif, also die werden halt schon okay reif, dass man die essen kann und dass die verdaulich sind. Aber ein Teil davon ist dann trotzdem immer noch zu sauer und muss man wieder ausspucken. Und die werden auch nicht voll gelb, also nicht voll reif. Vorher werden die wirklich schon braun und schwarz und schimmelig. Und das ist also von der Qualität her nicht gut. Vom Preis waren die jetzt auch nur, würde ich jetzt auch nur mittelmäßig sagen, 300 Kalorien für 1,50 €. Ist auch nicht so das Idealste. Ethisch und ökologisch auch nicht mehr vertretbar. Habe ich jetzt einige von gegessen in letzter Zeit, und da bin ich jetzt auch erstmal befriedigt damit, also gesättigt von diesem Geschmack, von der Erfahrung dieses Geschmackes. Werde ich mir also nicht mehr holen. Avocado ist da, wie gesagt, finde ich immer noch gut. Es wird auch vollreif geliefert sozusagen. Hat mal ein paar braune Stellen, die man aber wegmachen kann. Die Süßkartoffeln sind da sehr gut. Im Angebot waren die halt für 1,20 € pro Kilo. In Bioqualität kosten 4 € und die waren sogar qualitativ als Bioqualität. Das waren ursprüngliche Süßkartoffeln. Hatte ich euch in irgendeinem Video auch schon gezeigt. Die Bio-Süßkartoffeln, die sehen wirklich zu glatt, zu allglatt aus und sowas. Und die hier sind wirklich so Wurzeln und knollig und weiß nicht, finde ich irgendwie besser. Kommen wir zum Gartencenter. Die Mangos da, die reifen jetzt langsam, also die werden gelb und rot. Und da sind die auch ganz gut, und die schmecken nicht so ranzig und alt wie die Mangos aus dem Aldi. Und das hängt wahrscheinlich wirklich damit zusammen, dass die aus dem Aldi gekocht sind. Und da habe ich ja auch gute Darmbewegungen bei diesen Mangos. Das weist darauf hin, dass die nicht gekocht sind. Sind sehr saftig, schmecken halt frisch, sind aber leider zu süß insgesamt. Also ich merke schon, dass die mich ein bisschen übersäuern, wenn ich zu viel davon esse zumindest. Und dass die mich auch so süchtig machen irgendwie. Und weiß nicht, ich stehe nicht mehr so auf viel Zucker, muss ich sagen. Bei den Mangos weiß ich jetzt aber nicht, ob die relativ ökologisch sind oder halt, auf jeden Fall sind die nicht so stark belastet wie Ananas. Muss ich mich mal informieren, und auch ob die fair gehandelt sind, aber ich glaube für 33 Cent pro Stück eher nicht so. Zur Not als Ergänzung könnte ich mir es momentan noch vorstellen, aber ich weiß nicht genau. Also wenn die komplett nachreifen, dass sie so rundum gelb-rot sind, dann sind die zumindest qualitativ okay. Kurz zu den Tomaten, die sind da sehr gut. Die sind regional, die sind fair, die sind relativ ökologisch wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ob die. Ne, die sind ja im Gewächshaus, also die sind ja nicht auf dem Feld, wo die mit Gülle überzogen werden. Aber es ist halt trotzdem konventionell, und saisonal ist es, glaube ich, momentan nicht. Sind aber geschmacklich auch sehr gut, qualitativ. Die Paprika schmeckt nur noch Wasser, die Gurken sind nicht knackig, nicht frisch, nicht saftig. Schmeckt wie ein Stück Leder, trockenes Leder, die würde ich nicht holen. Genau wie die Paprika. Die Mandarine, die Schale sind ziemlich belastet, und die Frucht selber auch ein bisschen. Ich hatte die geschält, aber hatte den Finger dann wieder an die Frucht rangetatscht sozusagen. Und habe dann auch gemerkt, ich habe dann Augenringe von bekommen am nächsten Tag. Nicht so gut gefühlt, hat mich halt vergiftet. Dann habe ich die aus Intuition mal entsaftet, wollte wissen, ob das irgendeine Auswirkung hat, oder ja, ich weiß nicht, warum ich die Intuition hatte. Habe es dann natürlich auch direkt gemacht. Hatte dann am nächsten Tag nicht den Effekt der Augenringe und dass ich mich schlechter fühlte. Und der Geschmack war auch ziemlich rein und normal, was mich total überrascht hat. Weil ich schmecke halt so Fremdstoffe halt sehr gut raus eigentlich, wie halt bei der Banane, die für mich nach Gülle schmeckt ein bisschen, und bei der Ananas immer näher an der Schale ran nach Pisse ein bisschen schmeckt und riecht. So kann ich auch Pestizide eigentlich ganz gut rausschmecken. Sind auch öfters halt bitter dann. Ja, und da habe ich dann bin ich ein, 2 Tage später wirklich auf die Information gestoßen von Norman Walker, der auch Fasten gelehrt hat und so weiter. Dass wirklich beim Entsaften die Pestizide
in den Ballaststoffen sich befindlich, also befindlich sein sollen. Und die werden dann natürlich halt weggeschmissen. Und ja, ich werde den Versuch noch ein bis zwei wiederholen für mich und dann für mich entscheiden, ob das für mich halt wirklich eine Möglichkeit ist. Und dann finde ich das auch ziemlich genial, weil dann können Leute auch massenweise kostengünstig Saftfasten machen, sag ich mal so, ohne sich wieder neu zu vergiften. Und dann kosten wirklich Mandarinen oder Orangen im Supermarkt 64 Cent pro Kilo, was natürlich ethisch, ökologisch nicht vertretbar ist. Aber wenn man die aus dem Container rausholt oder von Verteilerstellen bezieht, dann sind die, dann ist das wieder vertretbar. Und das überlege ich gerade auch, weil momentan die ursprünglichen Früchte, die lohnen sich momentan für mich gar nicht, weil ich wieder einen Schritt oder zwei zurückgegangen bin. Und dann, wo ich dann auch dann wieder insgesamt mehr konsumiere, also ich merke halt schon nach vier Orangen, 230 Kalorien, der Saft davon, da fühle ich mich eigentlich schon satt, aber es fühlt sich nicht genug an, also es fühlt sich so an, weil Früchte reinigen halt stark, der Zucker auch da drin. Ja, könnte man natürlich wieder sagen, dann ist Überzüchtung auf Zucker ja wieder gut oder so, aber es übersäuert dann halt wiederum. Ja, beim Saft ist natürlich auch wieder konzentrierterer Zucker. Aber wenn man das halt dann verdünnt und langsam trinkt, dann geht das auch wieder. Das puffert das dann wieder raus, sozusagen. Auf jeden Fall habe ich dann halt den Drang, schon mehr Früchte zu essen, weil ich halt mich wieder mehr reinigen muss, dadurch, dass ich einen Schritt zurückgegangen bin und auch Kochkost gegessen hatte in den letzten Wochen. Ja, und deswegen lohnt das für mich preislich momentan einfach nicht, beziehungsweise es hat gar keinen Nutzen für meinen, weil ich mich jetzt erstmal wieder reinigen muss und ich kann mich genauso gut jetzt reinigen ja, mit konventionellen Früchten, wenn ich halt die Pestizidbelastung sozusagen raussubtrahieren kann mit verschiedenen Techniken. Sei es jetzt intelligenter Einkauf oder Sortenselektion, dass zum Beispiel ursprüngliche konventionelle Apfelsorten nicht so belastet sind. Da werde ich dann auch noch was ausprobieren. Da gibt es zum Beispiel den Cox Orange für 1,30 € pro Kilo. In Bio-Demeter-Qualität 3,50 € pro Kilo. Ist schon ein krasser Unterschied, fast ein Drittel. Oder jetzt der Jona Gold, im Penny im Angebot für 80 Cent pro Kilo. Deutschland wirklich, auch regional. Ob das fair ist noch für den Bauern, glaube ich eher nicht. Und wenn man den halt schält und entsaftet, werde ich mal ausprobieren. Boah, das sind dann echt krass, ey. Wie günstig denn man dann als Rohkost wegkommt, wenn das. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich bin gerade auch ein bisschen müde. Es ist schon spät für mich, aber egal, wir gehen mal weiter. Mandarinen, Granatäpfel, sehr begeistert bin ich davon. 1,50 € pro Kilo kostet der. In Bioqualität wird der mindestens 2,50 € pro Stück kosten. Das sind dann ungefähr 6 € pro Kilo, also viermal so teuer. Aus diesem einem Kilo für 1,50 € kriegen wir nur 330 Milliliter Saft raus, weil er halt ziemlich viel Schutzpanzer ist, sozusagen. Und die Kerne darin halt auch Kerne sind, in erster Linie. Also da ist sehr viel Masse einfach drin, sehr viel Schutz ist halt, und das mag ich so auch an diesem Granatapfel, das ist richtig ursprüngliche Frucht, richtig robust einfach. Und diese 330 Milliliter Saft haben dann nur 180 Kalorien, das heißt, auf einem Kilo kriegen wir dann 180 Kalorien raus nur, für 1,50 €. Das ist natürlich nicht so günstig, besonders wenn der Bio ist, wird nicht günstig, aber ist wirklich mega lecker. Und der ist fast gar nicht belastet, also im grünen Bereich aus konventioneller Erzeugung, trotzdem unvergleichbar mit qualitativen Granatäpfeln. Trotzdem ist er schon extrem, extrem lecker und qualitativ. Es ist auch gerade Saison und er kommt aus Europa, also auch nicht aus Asien oder sowas. Ob es sozial und ökologisch ist, weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, der braucht einfach keine Pestizide. Deswegen ist halt, ja, deswegen ist halt ökologisch, ist er dann nicht mit Pestiziden gespritzt. Und er ist Monate lagerbar. Und es hat wirklich eine sehr ursprüngliche Frucht. Das ist immer ein Vorteil.
Ja, bin ich sehr begeistert von, werde ich auf jeden Fall supplementieren, sage ich mal so, dass ich mal so in der Woche zwei drin habe oder so, 80 Cent pro Stück, und die sind dann wirklich 550 Gramm schwer, die Teile. Das heißt, dass ich dann in der Woche dann oder im Monat für 6,50 € für Granatapfel ausgehe, das ist schon machbar, dass ich in der Woche mal so einen Saft davon habe. Kopfsalat, der ist ja ziemlich gut. Der ist regional, der ist sozial, also fair, saisonal und recht, ja, ökologisch eigentlich nicht. Auf jeden Fall habe ich da bisher keine Vergiftungserscheinungen gemerkt. Der dürfte, und dieses Lindchen, da kommt das her, das ist halt hier ein regionaler Erzeuger. Der soll auch sehr qualitativ sein dafür, dass er konventionell erzeugt. Es könnte sein, dass der auch gar nicht mal so viel spritzt bei diesen Sachen. Aber wie es jetzt mit der Gülle aussieht, weiß ich gerade nicht, ob die da Gülle draufhauen. Kohlrabi, da hat wirklich wenig Geschmack, tut aber seinen Zweck einfach für 9 Cent. Wenn man auf Facebook folgt, der hat da jetzt auch vielleicht schon. Da habe ich Pommes draus gemacht, Rohkost-Pommes. Habe ich im Rohkost einmal eins gesehen. War wirklich sehr lecker, dafür erfüllte seinen Zweck. Für 9 Cent werde ich den da holen. Ist regional, saisonal, recht ökologisch. Ja, für den Preis, keine Ahnung, wahrscheinlich trotzdem fair, weil das der regionale Bauer ist. Der Wirsing habe ich noch nicht probiert, aber ist auch regional, fair, saisonal. Kiwi ist da viel zu süß, schmeckt aber nicht belastet, aber einfach zu süß. Birne, drei verschiedene Birnensorten habe ich ausprobiert. Die regionale Sorte war sehr, sehr gut, sehr lecker. Die anderen beiden, da konnte ich, die Schale habe ich, also ich habe erstmal so reingebissen, das war einfach so chemisch, hat auch schon so gerochen. Muss ich erstmal schälen, dann habe ich nochmal reingebissen, war viel zu süß. Aber der regionale, die regionale Sorte war sehr lecker, sehr saftig, frisch und nicht zu süß. Werde ich mir wahrscheinlich da holen nochmal. Ja, und ach ja, der Kürbis habe ich auch nicht probiert. Ist aber halt auch regional, saisonal. Ja, ich werde dann jetzt da nochmal die Birnen holen in nächster Zeit. Und Äpfelsorten werde ich halt noch ausprobieren. Jonagold und Brebeeren, was sie da haben. Weil ich fände es wirklich gut, wenn ich regionale Früchte konsumieren würde mehr. Finde ich wirklich ziemlich genial. Oder zumindest Containern. Das wäre auch eine Option. Weil ich kann die ja nutzen für mich, indem ich die entsafte. Ja. Ja, das, ich wollte das auch nicht in die Länge ziehen. Bis dann. Ciao.